Ihr habt abgestimmt und mit 94% wolltet ihr ein Supplement-Video sehen mit den Supplements, die ich aktuell für meine Wettkampfvorbereitung bestellt habe und die mich mindestens die nächsten 8 Wochen begleiten. Viel Spaß im Video und los geht's. Und an die Hobbydetektive unter euch, ja, Peak ist meine Partnerfirma im Sektor der Supplements. Das bedeutet, ich werde auch bezahlt für die Werbung, was nicht heißen soll, dass ich nicht hinter der Effektivität oder der Qualität der Produkte stehe. Deswegen werdet ihr heute ausschließlich Peak Supplements sehen, denn ich benutze tatsächlich keine anderen Supplements, da Peak mein volles Spektrum an Supplements abdeckt. Jetzt geht's los mit dem Video. Ich habe das Ganze hier mal ein bisschen geordnet und zwar nach Einnahmezeit. Wir werden jetzt mal die Supplements nacheinander durchgehen und das Video gilt nicht, um euch vorzuschreiben, was ihr benutzen sollt oder nicht sollt, sondern das sind meine Supplements, die ich als Profi-Bodybuilder benutze, in den Dosierungen, wie ich sie benutze. Und das Video dient dazu, euch einen Einblick zu geben, was ich an Supplements benutze, um für den Mr. Olympia dieses Jahr ordentlich gesund in Form zu kommen und mich mit allen Dingen zu versorgen, die ich brauche auf dem Weg dorthin. Warum ist es für euch wichtig? Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere ähnliche Probleme oder Vorhaben hat, ob das jetzt Gewichtsverlust ist, Muskelaufbau, was auch immer. Und es wird das ein oder andere Supplement geben, was ihr auch bei euch etablieren könnt, was ihr noch nicht kennt oder deren Wirkung noch nicht ganz verstanden habt und jetzt die Möglichkeit habt, einmal reinzuhören und zu sagen, okay, das macht Sinn, das macht keinen Sinn und das werde ich mir bestellen, das will ich probieren. Darum geht's. Und wenn ihr die Produkte kaufen wollt, könnt ihr das selbstverständlich auch mit meinem Code machen. Damit unterstützt mich und spart auch noch Geld dabei. Wir beginnen direkt mal mit dem Hellburner. Und zwar ist es die Unlimited-Version. Die werde ich zwar jetzt noch nicht zu Beginn, also wir haben jetzt erst vor einer Woche angefangen, aber im Laufe der Vorbereitung benutzen. Da sind jetzt ein Haufen Inhaltsstoffe drin, die dafür sorgen, dass mein Metabolismus, also der Vorgang von Fettoxidation und Fettverbrennen und Körperfett verlieren, etwas angekurbelt wird. Das bedeutet nicht, dass Fettburner euch die Arbeit abnehmen, sondern die Kalorien, die ihr verbrennt, sollen hauptsächlich aus dem Körperfett kommen und nicht zwangsläufig aus dem Blutzucker, was natürlich passieren kann und passieren wird. Aber ich versuche natürlich, das Verhältnis von Körperfett zu Blutzucker zu meinen Gunsten zu verändern. Und da helfen Fettburner in der Regel sehr gut. Geht's weiter mit meinem persönlichen Lieblingsprodukt mittlerweile und auch dem Produkt, was ich gemeinsam mit Peak produziert habe, und zwar das Probiome in meinem Lieblingsgeschmack Bubblegum. Schmeckt unglaublich lecker. Green Apple ist auch gut, ist so ein bisschen die säuerliche Variante. Bubblegum ist für die Süßzähne unter euch, also die kleinen Süßlinge. Bubblegum ist die süßere Variante davon. Da habe ich schon ganz viele Videos drüber gemacht. Die enthaltenen HMOs haben eine Riesenpalette an gesundheits- und immunförderlichen Wirkungen, wie zum Beispiel, es sorgt dafür, dass eure Darminnenwand besser gestützt ist, weniger Krankheiten, weniger Viren in euren Körper kommen, somit das Immunsystem entlasten. Zudem wirken die HMOs als Fake-Rezeptor für Viren oder Krankheiten generell. Das heißt, die Krankheiten docken an diese HMOs an und werden somit ausgeleitet und landen im besten Fall in der Toilette und nicht in eurem Organismus und machen euch krank. Da ist noch Glutamin enthalten, Bifidobakterien, die ihr vielleicht schon kennt. Das sind so die best erforschten guten Darmbakterien, die es gibt. Und das alles findet ihr hier drin. Da oben befindet sich ein Fach, da unten ist das Pulver drin. Davon benutze ich 2 Löffel morgens, das sind ungefähr 10 Gramm plus minus, und eine Kapsel. Und in den Kapseln sind diese Bifidobakterien drin, im Pulver, Glutamin und HMOs. Das geht morgens als allererstes ins System. Da ist mein Magen relativ nüchtern, nicht so vollgepackt. Da läuft es ganz gut durch. Wer es von euch probiert hat, ich würde mich sehr freuen über Feedback unter diesem Video. Es ist eins der ersten Produkte, die wir in Europa haben mit HMOs von einer Supplement Company als Nahrungsergänzungsmittel. Also Probiome morgens als erstes rein. Dann kommen wir schon mal zu den Gesundheitssubs. Da haben wir Vitamin C. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht allzu viel erklären. Zudem ist Vitamin C für eine Art Entwässerung verantwortlich. Also es kann auch entwässernd wirken, was in so einer Vorbereitung halt immer gern gesehen ist, wenn man so unnötiges Wasser auspinkelt. Außerdem Immunsystem, antiinflammatorisch, also senkt auch ein bisschen Stress und so ein Kram. Ziemlich cooles Supplement, sollte eigentlich in jedem Haushalt verfügbar sein. Benutze ich bis zu 3 Gramm pro Tag. Wir haben auch noch ein Multivitamin und Mineral, da ist auch noch mal ein bisschen Vitamin C drin. Also ich komme ungefähr auf 4000 Milligramm Vitamin C am Tag, was für mich absolut ausreichend ist. In einer
Krankheitsphase kann man das Ganze noch erhöhen und vielleicht auf 8000 Milligramm. Da gibt es immer so einen kleinen Sweet Spot, so eine Grenze. Und wenn man die überschreitet, dann wird der Stuhl etwas flüssiger, also nicht durchfallmäßig, sondern man merkt, dass die Konsistenz des Stuhls sich verändert. Und wenn man an dem Punkt ist, hat man in der Regel genug Vitamin C. Außerdem ist es ein wasserlösliches Hormon, also falls ihr zu viel habt, pinkelt ihr es aus. Wir machen weiter mit Vitamin D3, K2. Das nehme ich immer am Morgen. Das sind 5000 Einheiten D3 und 200 Nanogramm K2. Das ist eine gute Kombi. Sorgt erstens für ein gutes Immunsystem. Ihr wisst ja, Sonnenhormon, Winterdepressionen, sorgt für ganz viele Stoffwechselvorgänge, die wichtig sind. K2 sorgt dafür, dass das Calcium, was wir noch zusätzlich zu uns nehmen, über Nahrung oder Supplements, vorwiegend in die Knochen gelangt und nicht in unsere Blutbahn, wo es dann die Blutbahnen verengt. Das ist eher nicht das, was wir wollen. Also D3, K2, eine gute Kombi. Kommt morgens ins System. Gefolgt von, wie gesagt, Ultra A bis Z. Da ist so ziemlich alles drin, was man braucht. Über Vitamine zu Mineralstoffen, Spurenelementen, den ganzen Kram. Das ist ein Standard-Supplement, was eigentlich jeder benutzen sollte. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass der durchschnittliche Mensch nicht ausreichend Gemüse, Obst und andere Lebensmittel isst, die alle Mikronährstoffe abdecken. Es wäre mir ein Vergnügen, jemanden kennenzulernen, der das tut über natürliche Lebensmittel. Das ist immer der beste Weg. Falls nicht, Ultra A bis Z sollte in eurem Portfolio vorhanden sein. Und dann gibt es noch Bacillus subtilis. Das ist auch ein Bakterium, was wir in unserem Darm finden, was dafür sorgt, dass unser Mikrobiom ausgeglichener ist und diverser. Das ist ein Wort für vielfältiger im Sinne von vielen verschiedenen Bakterien. Das sorgt für ein gutes Milieu, ist in Kombination mit dem Probiom unglaublich wirkungsvoll. Falls ihr es noch nicht probiert habt, mal ausprobieren. Und falls ihr die ersten 1, 2, 3 Wochen etwas mehr Furzerei bekommt, das ist ganz normal. Stellt euch vor, Bacillus subtilis zieht in den Krieg mit den bösen Darmbakterien. Und da fallen natürlich ein paar Bomben. Und die Bomben, die drückt ihr euch dann aus dem Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass ihr ein bisschen Furzerei bekommt. Das nimmt aber mit der Zeit ab. Und je zerstörter euer Mikrobiom ist, desto mehr Blähungen werdet ihr zu Beginn haben und desto mehr Völlegefühl. Also da passiert was richtig im Magen, das werdet ihr merken. Also Bacillus subtilis, einen ganz lieben Gruß an den Holger Guck, der das mehr oder weniger entdeckt hat, dann etabliert hat in diesem ganzen Nahrungsergänzungs-Supplement-Game. Also nochmal ganz liebe Grüße, Bacillus subtilis, gefolgt von dem Kollagen. Kollagen ist ein Supplement und gar nicht so unwichtig. Ich bin mir sicher, dass einige von euch das nicht benutzen. Leider zu Unrecht. Kollagen hat ein unglaublich großes Vorkommen in unserer Muskulatur alleine. Knorpel, Sehnen, Bänder, der ganze Kram. Ich glaube, ich muss es nicht weiter ausführen. Eigentlich wisst ihr, dass es gut ist. Es wird nur unterschätzt, wie gut es tatsächlich ist. Das haben wir hier im Geschmack Lemon. Das trinke ich meistens so am Tag drumherum. Im Training habe ich andere Dinge, aber wenn ihr kein Intra-Shake habt, bietet sich das auch an, während dem Training zu trinken. Außerdem mit Steroiden gepaart, unter anderem Nandrolon, Testosteron, Wachstumshormonen und verschiedenen Peptiden, wirkt die Verarbeitung mit Kollagen nochmal intensiver. Das heißt, ihr könnt tatsächlich eure passiven Strukturen damit etwas instand halten. Ich würde nicht zwangsläufig sagen aufbauen, auch wenn es das im weitesten Sinne ist, aber auf jeden Fall mal instand halten, denn es gibt nichts Schlimmeres wie Gelenkbeschwerden, die dann dazu führen, dass ihr euer Training einschränken müsst oder vor allem Intensität einschränken müsst. Das wird nämlich irgendwann passieren. Deswegen lieber gut vorsorgen mit dem Kollagen. Kommen wir zu Magnesium. Ich glaube, das sollte jedem bekannt sein. Magnesium ist mit an 300 verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt, ist also nicht nur gegen Krämpfe, sondern es macht noch eine unendlich lange Palette an anderen Dingen. Wir nehmen in der Regel zu wenig Magnesium zu uns, deswegen bietet sich das an. Schmeckt übrigens auch super lecker, hier im Geschmack Lemon. Ich finde, Lemon geht immer. Es gibt auch noch Fresh Berry, was auch ziemlich lecker ist. Ich stehe aber auf Lemon, deswegen kommt das mit dazu. Das trinke ich wahrscheinlich gemeinsam mit dem Kollagen zusammen, einfach um einen leckeren, geilen Drink zu haben. Ich hasse Wasser, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich hier der gesundheitspredigende Bodybuilder bin. Ich hasse Wasser und wenn ich die Möglichkeit habe, das mit irgendwas Leckerem zu mischen, wie jetzt zum Beispiel dem Magnesium, und mir was Gutes zu tun, dann werde ich genau das tun. Was uns hierzu bringt, Digestive Enzymes, da muss ich, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel drüber sprechen. In der Regel, zumindest aktuell, ist es so, dass ich mein Post-Workout-Meal habe, was Cornflakes und Whey ist. Und ungefähr 20 Minuten später, vielleicht sogar 10 Minuten später im Gym noch, esse ich die nächste Mahlzeit. Und da
kommt schon relativ viel Nahrung zusammen. Also wir haben 100 Gramm ungekochten Reis, wir haben 150 Gramm gekochtes Hähnchen, wir haben Gemüse, Post-Workout, den Shake mit den Cornflakes. Da bietet sich das an und vor allem abends, bevor man schlafen geht, Digestive Enzymes zu nehmen, die dabei helfen, diesen Nahrungsbrei zu spalten. Das machen diese Digestive Enzymes, sowohl Kohlenhydrate als auch Proteine als auch Fette. Bedeutet, korrekt gespalten sind sie für den Körper verfügbarer und der Körper kann damit tatsächlich Dinge anfangen, die er anfangen soll, statt unverarbeitete Lebensmittel wieder loszuwerden, indem wir sie in die Toilette befördern. Sorgen diese Dinge dafür, dass es quasi richtig verarbeitet wird und dahin kommt, wo es hin soll. Epic Intra. Da könnte ich ein Video nur über dieses Produkt machen. In Kurzfassung sind da alle Dinge drin, die man braucht für ein ordentliches Training. Wir haben verschiedene Elektrolyte, Salz, Kalium, den ganzen Kram. Wir haben Kohlenhydrate in Form von Cluster und, Moment, was war das andere? Zyklisches und Malto, genau. Wir haben Clusterdextrin und Maltodextrin und selbstverständlich haben wir noch ERAs drin und zwar nicht irgendwelche ERAs, sondern die uns aktuell bestverfügbarste Version der ERAs und zwar die MAP-Aminos, die Master Amino Pattern. Das ist eine Formel, die damals entwickelt wurde, um eine 99-prozentige Absorptionsrate zu gewährleisten. Und das hier ist alles in diesem einen Produkt. Das heißt, wir müssen uns nicht 5 verschiedene Extraprodukte kaufen und das und Elektrolyte und ERAs und alles mischen und könnt ihr euch alles sparen. Hier ist alles drin, was ihr braucht. Das wird zu Beginn in meiner Vorbereitung noch drin sein. Das wird sich verändern, da ich im Laufe der Vorbereitung keine Kohlenhydrate mehr konsumieren werde, um einfach etwas Kalorien zu sparen. Wenn der Hunger dann einsetzt, freue ich mich natürlich noch die ein oder andere Mahlzeit mit Kohlenhydraten zu essen und das Volumen an Essen hochzuhalten. Dahingegen spare ich mir etwas Pulver, was ich einfach so runtertrinke. Das sollte verständlich sein. Also Epic Intra, unheimlich cooles Produkt, ein All-in-One für euer Training. Und zwar ein kleines Add-on zu dem Epic Intra. Hier sind nochmal extra ERAs und zwar auch hier die MAP-Formel im Geschmack Ice Candy. Ist mein persönlicher Lieblingsgeschmack. Schmeckt wie, ihr erinnert euch, diese kleinen Eisbonbons, die man früher gekriegt hat, diese eisblauen Dinger. So schmecken diese ERAs und man bekommt auch keinen Mundgeruch davon. Das finde ich immer ganz angenehm. Wenn man da mal angesprochen wird im Fitnessstudio und hat so eine Mundfäule von diesen ekelhaften ERAs, ist ein bisschen unangenehm. Das wird in der Regel das letzte Gespräch sein. Und wenn man da nicht alleine als Mensch ohne Freunde im Fitnessstudio rumlaufen will, sollte man vielleicht diese Aminosäuren wählen. Das ist aber nicht der Hauptgrund, sondern die liefern Energie, schützen den Muskel und sind als ERAs, also vollständiges Protein, im Körper unmittelbar verfügbar. Kommen wir zum Whey. Und zwar Whey Selection. Und wieso Whey Selection? Wir haben eine riesen Palette an verschiedenen Proteinsorten. Wir haben das Anabolic Whey, Delicious Whey, wir haben Whey 2O, das ist dieses Clear Whey, die vegane Version und was nicht alles. Wieso genau Whey Selection? Wir haben hier einen Komplex, also verschiedene Whey-Sorten kombiniert in einem Produkt. Und zwar mit Whey-Konzentrat. Wir haben mit 45% Whey-Isolat, was eine unglaublich reine und gut verfügbare Form ist. Und ein Whey-Hydrolysat, das ist die höchste Form der Verarbeitung von Whey. Also da ist dann einfach nichts drin, außer halt wirklich Eiweiß. Das hier ist gemischt und der Geschmack, leck mich am Arsch. Ich habe schon so häufig davon geschwärmt, wie gerne ich dieses Hazelnut-Nougat probieren würde, weil es angeblich schmeckt wie Monte. Und ich schwöre es euch, so wie ich hier stehe, das schmeckt 1:1 wie dieser verdammte Monte-Joghurt. Wenn ihr es noch nicht probiert habt, unbedingt probieren. Und wenn es euch nicht schmeckt, dann verflucht mich, aber ich bin mir zu 99% sicher, das geht ab wie Schmitz Katz. Das ist wirklich geil. Und da habe ich natürlich noch einen zweiten Geschmack von Salted Caramel. Absolutes Standard, funktioniert immer, Salted Caramel gibt es nicht in nicht geil. Also die beiden Geschmackssorten, die werden es jetzt erstmal für die nächsten paar Wochen. Danach gibt es, oh, ich habe schon Bock wieder auf weiße Schokolade, Kokosnuss. Ja, long story short zu den Proteinsorten. Es gibt ungefähr noch 500 andere Geschmäcker. Wahrscheinlich gibt es sogar auch eins, was dir schmeckt. Und wenn nicht, check mal die Whey 2O Sorten aus, das ist das Clear Whey. Unglaublich geil. Schmeckt halt als Limonade. Ist nicht mein Ding. Ich bin immer noch nach wie vor so ein bisschen oldschool. Ich mag diesen schokoladigen, cremigen Shake nach dem Training. Peak war in der Regel immer etwas süßer als der Durchschnitt. Also nicht brutal süß, nicht unerträglich süß, sondern die haben einfach einen guten, knackigen Geschmack. Und für mich nach wie vor eins der besten Geschmäcker, die es gibt.
wo wir zu den Geschmäcker kommen. Und zwar, wir haben hier Flake Powder. Und das Coole ist, hier drin ist auch noch Laktase. Also der ein oder andere, der Probleme hat, Milchprodukte zu verdauen, Quark, Joghurt, was auch immer, könnten diese Flake Powder tatsächlich helfen, denn da ist genau Laktase drin, was den Leuten halt fehlt, um es zu verdauen. Wenn ihr laktoseintolerant seid, dann wisst ihr, wovon ich rede. Hier haben wir drei verschiedene Geschmäcker. Hier auch Salted Caramel. Wir haben, das hat sich meine Frau ausgesucht, hier im Moment, Cookie Dough und Chocolate Kiss. Das sind die drei Geschmäcker, die immer funktionieren. Da gibt es auch noch einen Haufen andere, von Banane über, ich glaube, Marzipan gibt es noch und Honiggeschmack, Greek Joghurt, Honey und ganz viele verschiedene. Das sind auf jeden Fall die drei, die kommen in den Kaffee morgens als Süßstoffersatz quasi. Die kommen in den Joghurt, den wir abends noch essen. Nach und nach wird das natürlich rausfliegen, aber für den Kaffee unglaublich lecker. Probiert's mal aus. Schuss Mandelmilch, Kaffee, ein Scoop davon rein, schön umrühren. Bombastisch. Kleiner Tipp, der Kaffee muss relativ groß sein, wenn ihr einen Scoop davon benutzt. Das ist schon relativ intensiv. Wenn nicht, startet man mit einem halben und ich bin mir sicher, euch wird das genauso gut schmecken wie mir. Intra bzw. Pre-Workout, bevor es dann ins Gym geht. Selbstverständlich, gibt nichts Geileres als Epic Pump. Das ist die geballte Ladung an hochdosierten Aminosäuren, die man fürs Training braucht. Und zwar, wir reden hier von stickoxiderhöhenden Aminosäuren, wie zum Beispiel Arginin und Citrullin. Die beiden sind wohl mit die bekanntesten, die es gibt. Die sorgen dann dafür, dass eure Venen und Arterien sich etwas weiten, der Blutfluss erhöht wird und ihr dadurch definitiv mehr Nutrients, würde ich sagen, mehr Nährstoffe in euren Muskel bekommt. Das generiert mehr Kraft, mehr Durchblutung, mehr Nährstoffe, mehr Muskelaufbau. Die Palette ist relativ groß, aber um es mal kurz zu fassen, wenn ihr richtig dicken Pump haben wollt und brutal im Gym aussehen wollt, ist Epic Pump wahrscheinlich mit die beste Methode. Es ist einer der hochdosiertesten Booster, die wir in Deutschland haben. Und wir haben hier nicht nur Arginin und Citrullin, wir haben noch Taurin, wir haben noch Rote Beete und Arginin-Nitrat vor allem. Nitrate kennt ihr, das ist das, warum man Rote Beete-Saft getrunken hat. Früher wegen der Nitrate, das fördert Durchblutung und das ist da quasi auch mit drin. Gepaart mit dem Arginin und Rote Beete-Extrakt und ne, also ist schon sinnvoll. Wer es noch nicht ausprobiert hat, Epic Pump, ultra geil, gepaart, Achtung, und gepaart mit dem Glycerol, was wir haben, das sind diese halben Liter Flaschen, 10 Milliliter dazu, Bombe. Habe ich schon hier, war nicht in der Bestellung, steht im Schrank, aber weil es nicht in der Bestellung war, habe ich es jetzt mal nicht reingepackt. Epic Pump mit Glycerol im Geschmack Sour Watermelon ist mein absoluter Lieblingsgeschmack, gibt es auch noch in Energy, Fresh Berry, was jetzt übrigens gerade im Angebot ist. Leute, nicht vergessen, bei 100 Euro Bestellwert kriegt ihr einen umsonst mit dazu. Also wer es ausprobieren will und sowieso einkaufen will, bombastisch, passt perfekt. Packt es euch in den Warenkorb, kriegt die geschenkt bei 100 Euro Mindestbestellwert. Und natürlich darf nicht fehlen, Kreatin, Monohydrat. Ja, es gibt Krealkalin, es gibt Kreatin, HCL und ganz viele andere 5 Millionen Versionen davon. Ich bin so ein... Ja, ich benutze halt einfach Monohydrat. Das macht genau das, was es soll. Man hat ein bisschen mehr Wumms im Training. Man wird stärker und mehr Impuls und Reiz und mehr Muskelaufbau und so. Kennt ihr alles? Kreatin. Womit das best erforschte Nahrungsergänzungsmittel auf der ganzen Welt. Und nein, es ist nicht leberschädigend. Und ja, euer Kreatinin wird hochgehen. Und ja, euer Arzt wird euch verfluchen. Aber nein, die meisten Ärzte kennen sich da nicht aus. Und Kreatinin, dieser Wert im Blut, der in der Regel für Nierenproblematiken bekannt ist, unter anderem, ist auch das Abfallprodukt des Kreatins. Also ratet mal, was passiert, wenn ihr mehr Kreatin nehmt. Es wird mehr Kreatinin ins Blut gebracht, also der Abbaustoff davon. Und dann, wenn der Wert halt hoch ist und der Arzt es sieht, dann leuchten alle Alarmglocken und er wird euch befehlen, sofort mit dem Bodybuilding aufzuhören und Tennis zu spielen. Wenn ihr aber weiterhin Bodybuilding machen wollt, könnt ihr ihm sagen, dass das nichts damit zu tun hat. Also nein, ihr werdet nicht sterbenskrank durch Kreatin. Ihr solltet aber dennoch einfach genug trinken. Das will ich aber auch jedem sagen, der kein Kreatin nimmt. Also Kreatin nicht schädlich und gut kaufen. Code Mike benutzen. Okay, apropos Nieren. Elektrolyte und pH-Komplex. Der eine oder andere wird von euch auch mal Krämpfe gehabt haben nach dem Training. Und das geht mir auch so, wenn ihr euch mal richtig weggebumst habt und dann eine Stunde lang Autofahrt oder gerade das gegessen habt und aufstehen wollt und batsch, knallt es in die Beine oder mal in den Beinbeuger oder so oder mal in den Bizeps, ist das ziemlich cool.
Wir schwitzen viel, wir verarbeiten und verbrauchen viel von diesen Mineralstoffen, vor allem Natrium. Und das genau ist da drin. Wir haben hier drin, ich lese einmal vor, Calcium, Magnesium, Natrium und Kalium. Und das werde ich quasi vor und nach dem Training benutzen, um meinen Elektrolythaushalt auszugleichen. Auch mit dem Epic Intra, da sind die Dinge auch schon drin, aber einfach um ausreichend zuzuführen, extra wichtig. Okay, kommen wir mal zu noch weiteren Gesundheitssupplements. Und zwar den Bad Boys hier. Wir fangen einfach mal hier an. Digestive Enzymes hatten wir schon. Omega-3, und zwar Omega-3 Plus. Warum? Die sind einfach ultra hoch dosiert, Alter. Eine Kapsel hat wahrscheinlich mehr Inhalt als drei von denen, die ihr aktuell benutzt. Und zwar, Moment, ich guck mal, pro Kapsel haben wir 500 EPA und 250 DHA. Die meisten Kapseln, wenn die gut dosiert sind, haben so 180 zu 120. Das heißt, ihr braucht keine 8 Kapseln, sondern davon reichen 4. Deswegen habe ich mir die bestellt. Ihr könnt euch natürlich auch die 400er Packung holen, aber einfach um mehr Nährstoff auf weniger Öl zu haben, habe ich diese Omega 3 Plus geholt. Ultra geil. Omega, ich weiß nicht, ob ich es erklären soll. Omega 3 ist wohl mit eins der wichtigsten Supplements, weil wir das einfach nicht über die natürliche Nahrung zuführen können. Es sei denn, du isst einen Haufen Nüsse, Lachs, Avocados und andere fettige Lebensmittel. Was ich nicht bezweifle, denn das geht immer einher, erstens mit viel Geld und zweitens mit vielen Kalorien. Und um sich das einfach sparen zu können, Omega-3, eine ziemlich kluge Alternative. Machen wir weiter mit No Stress. Was ist das? No Stress ist ein Komplex, ein Supplement, was verschiedene Adaptogene enthält. Und Adaptogene sind die Dinger, die euch helfen zu adaptieren. Was heißt adaptieren? Das heißt, sich anzupassen. Ich versuche es anders zu erklären. Im Training feuert ihr euch aus dem Leben, ihr seid total am Ende, ihr wart kurz davor, euch zu übergeben, euer Körper ist maßlos überfordert und das hat auch was mit dem Stresspegel zu tun. Das heißt, wenn ihr dann nach so einem Training krass laut Musik hört, dann seid ihr meistens gestresst und ihr wollt nicht reden und ihr seid so ein bisschen patzig und so. No Stress wird euch helfen. Das dauert dann so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann fahrt ihr langsam runter und der Stresspegel reduziert sich, was auch zeitgleich bedeutet, dass ihr relativ schnell in ein aufbauendes Fenster kommt. Dieses anabole Fenster oder dieses Muskelaufbaufenster, wie man es auch immer nennt, ist am effektivsten, wenn der Stresspegel niedrig ist. Und um das zu gewährleisten, no stress. Dasselbe geht auch nochmal in den Kopf, bevor ich schlafen gehe. Das hilft erstens gut einzuschlafen und vor allem besser durchzuschlafen, gepaart mit ein paar anderen Supplements, aber da kommen wir gleich zu. Gleich ist jetzt, und zwar, wer jetzt gedacht, Melatonin. Melatonin kannst du dosieren von 1 Milligramm zu ungefähr 5, ich habe schon 50 Milligramm gehört. Ich glaube, also ich persönlich würde jetzt nicht 50 Milligramm benutzen. Ich glaube, da ist man dann halb komatös und kommt nicht ganz aus dem Bett. Aber so 3, 4, 5 bis 8 Milligramm habe ich auch schon benutzt, hat super funktioniert. Wirkt übrigens auch als Antioxidant. Ein Antioxidant sorgt dafür, dass eure Zellen länger gesund sind, also anders erklärt, wenn ihr Sport treibt, sterben Zellen und das sind so freie Radikale, das sind quasi die Gegner, die versuchen, die Zellen zu zerstören und da brauchen wir einfach einen Gegenpart, quasi, die den Krieg für uns ausführen und das sind Antioxidantien, wovon Melatonin eins ist und euch außerdem beim Einschlafen hilft. Kleine Info noch dazu, wer von euch viel reist oder Zeitzonen wechselt, ist Melatonin unglaublich gut, um einen Wach- und Schlafrhythmus zu etablieren. Das heißt, ihr seid irgendwie, nee, ihr habt vielleicht Nachtschicht oder so, das ist wahrscheinlicher und ihr könnt irgendwie nicht so richtig einschlafen, eure Zeiten verändern sich. Melatonin kann dabei helfen, dass ihr quasi wieder in einen guten Rhythmus kommt. Zink, Chelat, warum Chelat? Was ist Chelat? Chelat ist einfach eine bestimmte Form des Magnesiums, die für unseren Körper verfügbarer ist als andere Sorten zum Beispiel. Zink benutze ich hauptsächlich für das Immunsystem. Ist bekannt, dass Zink unser Immunsystem stärkt. Man kann es auch benutzen gegen Hautunreinheiten, also es ist jetzt nicht der Akne-Killer schlechthin, aber für Hautunreinheiten oder Pickel generell könnte es hilfreich sein, Zink zu benutzen. An meiner Stelle sind es jetzt 2x 25 Milligramm, das würde ich auch empfehlen und vielleicht nicht höher als 100 Milligramm am Tag zu gehen. So alles über 150, 200, 250 Milligramm ist dann schon eine Menge, da würde ich nicht unbedingt zu raten, das tendiert so in Richtung Mineralvergiftung, das ist nicht so gut. Also Zink für das Immunsystem und für die Haut. Weiter geht's. Ubiquinol. Ubiquinol ist nicht so bekannt. Leider ist nämlich ziemlich geil, das Ding.
Es ist eines der wichtigsten Supplements für die Herzgesundheit. Ist nicht ganz so günstig, aber der Preis ist absolut gerechtfertigt. Wem ein gesundes Herz am Herzen liegt, der sollte Ubiquinol unbedingt mal ausprobieren. Wenn euch das Thema näher interessiert, ihr könnt gerne googeln, ihr könnt mal auf YouTube schauen, da gibt es schon ungefähr 528 Millionen Videos zu. Da werdet ihr mit Sicherheit ein gutes finden, was euch erklärt. Falls ihr keins findet oder meine wundervolle Stimme hören wollt, kann ich es natürlich auch nochmal ausführlich erklären, aber für das Video heute sollte das reichen. Ein tolles Produkt von meinem Kumpel und Freund, dem netten Jim Dan. Wer Jim Dan nicht kennt, sollte ihr mal unbedingt aufs Profil gucken. Das ist der Typ mit dem dicksten, fettesten Beinbeuger, den ich persönlich je gesehen habe. Dieser Beinbeuger ist quasi so fett, das sieht aus wie so ein Bein von einer Kuh, Alter. Also der ist so richtig saftig und prall, Alter. So ein brutaler Beinbeuger halt. Dan ist auch generell ein cooler Kerl und der hat dieses Produkt entwickelt. Eine kleine Ergänzung zu unserem Kidney-Produkt, was wir bereits schon haben. Water Flush ist rein dafür konzipiert, möglichst viel Wasser loszuwerden, was für so erstens für Stoffer, also für Leute, die Steroide konsumieren, ziemlich cool ist, weil die halten in der Regel mehr Wasser. Und für Leute, die generell Probleme haben mit Wassereinlagerungen, vor allem jetzt im Sommer, kann das helfen, den schmerzenden, dicken Füßen Herr zu werden. Probiert es mal aus. Ihr könnt auch gerne an der Stelle den Dan unterstützen und den Code JIMDAN benutzen. Ganz lieben Gruß an der Stelle. Das fliegt bei mir jetzt auch rein. 8 Kapseln, also 2x4. Möglichst nicht rund ums Training, da will ich möglichst viel Wasser halten, um das zu verarbeiten. Aber vor allem nachts zum Ausspülen, coole Sache. Klar, man geht vielleicht einmal auf Toilette, aber das ist dann schon okay, wenn ich dadurch sicherstellen kann, dass einige Giftstoffe in die Toilette gehen. Weiter geht's. NAC. N-Acetyl-L-Cystein. Ja, diese ganze böse Chemie. NAC ist mehr oder weniger einer der Vorläufer von Glutathion. Glutathion ist eins der stärksten Antioxidantien und auch, wie soll ich es erklären, leberheilenden Stoffe, die es gibt. Es gibt Glutathion auch als Infusionen, was ganz viele Bodybuilder machen und das mit gutem Grund. Ich muss auch zugeben, dass Glutathion meiner Leber und dem Gendefekt, den ich habe, einfach super geholfen hat, indem ich es relativ häufig gemacht habe. Jetzt benutze ich NAC und das sogar relativ hochdosiert. Ich habe 3 Kapseln am Tag, was ungefähr 1800 Milligramm entsprechen. Muss jetzt nicht für jeden sein. Ich würde generell Leuten, die Steroide konsumieren, empfehlen, NAC mit in die Supplement-Routine mitzupacken. Schadet auf jeden Fall nicht. Antioxidant, Zellgesundheit, Leberentgiftung, der ganze Kram ist auf jeden Fall von Vorteil für Leute, die nicht stoffen und sich generell einfach gerne um ihre Gesundheit kümmern und über, wie soll ich sagen, die Langlebigkeit oder ja, eine langfristige, gesunde Zufuhr an Dingen, dann sollte man über NAC auch mal nachdenken. Das ist eine ziemlich coole Nummer. Schadet auf jeden Fall nicht. Wird jetzt im Laufe der Diät immer präsenter bei mir, denn je mehr man in die Prep geht und je mehr scharfe Steroide, dieses böse Wort, die Steroide dazukommen, desto mehr werde ich auf NAC bzw. Glutathion bauen. Jetzt sind wir auch schon beinahe am Ende, schon ziemlich lang gelabert. Thema Leber, natürlich Liver Support darf nicht fehlen, vor allem bei mir. Die Leber ist nämlich in erster Linie mal nicht nur ein Entgiftungsorgan, natürlich, es entgiftet auch, aber die Hauptaufgabe der Leber ist, Dinge zu verarbeiten, also zu verstoffwechseln. Die Leber macht aus gewissen Dingen andere Dinge. Ich nenne euch ein Beispiel. Ihr produziert Testosteron und Insulin und andere Dinge und das Wachstumshormon. Und das gepaart, diese Trilogie, wird in der Leber zum Beispiel zu IGF-1. Und IGF-1 sorgt für massiven Muskelaufbau. Angenommen, das ist jetzt nur eine von ungefähr 25 Millionen verschiedenen Prozessen, die da stattfindet, aber wenn das halt nicht funktioniert und andere Dinge nicht funktionieren, dann werdet ihr relativ schnell krank und alt und könnt nicht mehr das tun, was ihr machen wollt. Also Liver Support, unglaublich wichtig, vor allem bei mir. Wie ihr wisst, meine Leber ist ja immer so ein bisschen angekratzt. Also braucht ihr ein bisschen extra Support, das ist damit erledigt. Thyroid Support. Ich bin jetzt nicht der Typ, der typische, der eine Schilddrüsenunterfunktion hat oder einen schlechten Metabolismus. Trotzdem wird es so sein, dass meine Schilddrüse sich im Laufe der Vorbereitung einfach anpasst, weil es einfach genau das ist, was eine Schilddrüse macht. Wenn sie merkt, man verbrennt mehr Energie, als man zuführt über Dauer,
geht die Aktivität nach unten, um Energie zu sparen, was wir aber nicht wollen, sondern wir versuchen, die Schilddrüse so aktiv und so kräftig wie möglich zu halten. Und deswegen geben wir ihr alle Nährstoffe, die eine Schilddrüse so braucht. Um da ein paar zu nennen, haben wir zum Beispiel, wo steht es hier irgendwo? Hier, wir haben Kupfer, wir haben Mangan, wir haben Jod und, oh Gott, da sind, glaube ich, 30 verschiedene Sachen drin. Wenn es euch genauer interessiert, schaut bei peak.de vorbei. Wenn ihr eh schon shoppt, mit dem Code Mike kriegt ihr natürlich noch ein bisschen was extra. Und wie gesagt, aktuell gibt es Epic Pump for free, wenn ihr einkauft. Letztes, Sleep and Dream. Ihr wisst, ich bin ein ziemlich beschissener Schläfer. Was ein Glück, dass Cannabis jetzt legal ist in Deutschland, also für den einen oder anderen, der nicht gut schlafen kann. Und es soll jetzt keine Anleitung zum Missbrauch von Cannabis werden, sondern es könnte aber tatsächlich die Einschlafhilfe für den einen oder anderen sein. Ich will da ja nicht aus persönlicher Erfahrung sprechen, das wäre ein Unding, wenn Bodybuilder Cannabis nutzen, um zu schlafen. Anyway. Sleep and Dream kann dabei helfen, dass ihr besser einschlaft. Wenn ihr denn auch Einschlafprobleme habt. Ich bin immer jemand, der sehr gerne viel nachdenkt, wenn er im Bett liegt, über die Dinge, was nicht passiert sind, passieren könnten, morgen passieren, in welcher Reihenfolge, wer und wie und wo und was. Dann ist meistens 4 Uhr und wenn dann der Wecker klingelt, ist meistens nicht mehr genug Zeit. Ihr kennt die ganze Story, ich muss es nicht ausführen. Sleep and Dream kann dir dabei helfen, das relativ schnell abzuschalten. Liebe Leute, ich habe jetzt ganz viel gelabert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und nochmal, um die Werbung zu vervollständigen, denn alle guten Dinge sind 3. Kauft mit dem Code Mike. Unterstützt. Ganz viel Liebe und bis zum nächsten Mal.